Sammle Mechanikteile, indem du Autos zerstörst. Hier brauchen wir 5 Mechanikteile. Das ist hier die Phase 3 vom Rest-Spezialist. Und ich kann eigentlich empfehlen, hier zu Risky Reel zu gehen. Das ist der Ort direkt in der Nähe von der Mitte der Karte. Denn man sieht auch schon, hier stehen extrem viele Autos rum. Deswegen besorge ich erstmal ein paar Waffen hier. Und ich würde sagen, ich fange direkt mal an, das erste kaputt zu machen. Wir müssen eigentlich nur drauf schießen. Und gleich werden wir sehen, was passiert. Denn es wird gleich hochgehen. Und dann sehen wir auch schon hier das erste Mechanikteil. Können wir hier aufsammeln. Jetzt haben wir 1 von 5. Da ist natürlich ein Gegner, den müssen wir uns natürlich kurz holen. Und Shotgun gehört jetzt mir. Also man braucht ja auf jeden Fall gut Munition. Es sei denn, man baut die Autos mit der Spitzhacke ab. Das dauert aber viel zu lang, finde ich. Wenn man mal viel Munition hat, dann am besten Maschinenpistole nehmen und einfach draufhalten. Und ich sehe auch gerade hier, der hier hat mehr Leben als das Auto. Okay, interessant. Ich kann mal gucken, ob das Auto gleich direkt nebenan mit kaputt geht. Das wäre natürlich praktisch. Und ja, beide sind kaputt gegangen. Das ist gut. Also hier nochmal ein zweites und darunter sollte ein drittes sein. Ja, hier ist ein drittes. Zack, auch aufgesammelt. Ich kann es irgendwie nochmal aufsammeln. Scheinbar habe ich jetzt, glaube ich, sogar 4. Okay, praktisch. Das heißt, eins brauchen wir jetzt noch. Auch ein bisschen mit der Shotgun drauf. Macht auch gut Schaden und zack, das ist auch kaputt. Und oha, jetzt haben wir hier, zack, jetzt haben wir auf jeden Fall hier das 5. Stück und somit ist der Auftrag fertig. Also Risky wirklich super, um die Aufgabe zu machen. Ist dann natürlich, wie gesagt, hier direkt in der Mitte der Karte.